Die Invasion Barbar bringen die alte Völkerordnung durcheinander. Im östlichen Reichsteil können sich die Römer mit ihrer neuen Hauptstadt Konstantinopel halten. In Westeuropa müssen sie den germanischen Stämmen weichen. Ausgerechnet Germanen streiten sich nun um ihr Erbe. Burgunder, Goten, Vandalen, Langobarden, Alemannen. Aber vor allem die Franken. In Zülpich, in der Nähe von Köln, erinnert eine schlichte Steinstele an eine denkwürdige Begegnung zwischen Alemannen und Franken im Jahr 496. Eine Schlacht mit weitreichenden Folgen für die deutsch-französische Geschichte. Der Frankenkönig Chlodwig, in Frankreich Clovis genannt, gewinnt den Kampf und dann die Kontrolle über Gallien. Deshalb sehen die Franzosen in ihm ihren ersten König und in den Franken ihre Vorfahren. Und aus Clovis machen sie Louis. Bis ins 19. Jahrhundert werden 18 französische Monarchen nach ihrem fränkischen Vorbild benannt. Ihre rechtsrheinischen Nachbarn nennen die Franzosen seit dem 11. Jahrhundert Allemands. In Anlehnung an die Feinde von einst, die Alemannen. Angeblich hatte der Heide Chlodwig vor der Schlacht von Zülpich geschworen, sich im Falle eines Sieges zum Christentum zu bekehren. Wahrscheinlich im Jahre 498 lässt er sich in Reims taufen. Ein Schlüsselmoment der europäischen Geschichte. Chlodwigs Taufe begründet die Allianz der fränkischen Könige mit der katholischen Kirche. Es ist die Geburtsstunde des christlichen Abendlandes. Seine Nachfolger bestätigen das Bündnis mit Rom. Und die Kathedrale von Reims wird zum traditionellen Krönungsort der französischen Könige bis ins 19. Jahrhundert. Les invasions barbares redessinent la carte de l'Europe. L'Empire romain se maintient en Orient, où Constantinople devient sa capitale, mais en Occident, il recule devant les tribus germaniques qui se disputent son territoire. Parmi eux, les Burgondes, les Goths, les Vandales, les Lombards, les Alamans, et surtout les Francs. Une simple stèle commémore la bataille de Tolbiac près de Cologne. Cet affrontement mémorable a opposé les Francs aux Alamans en 496. C'est un événement fondateur à plus d'un titre. Clovis, le roi des Francs, remporte la victoire qui lui assure le contrôle de la Gaule. Plus tard, les Français verront en lui leur premier roi et se considéreront pour cette raison comme des descendants des Francs. Le nom de Clovis donnera aussi en français Louis. Un prénom porté par 18 rois de France. Dans la langue française, les Alamans, eux, donneront leur nom à tous les peuples d'Outre-Rhin, les Allemands. Clovis le païen aurait promis de se convertir au christianisme en cas de victoire à Tolbiac. Quelles que soient ses raisons, il se fait baptiser à Reims vers 498. C'est un tournant dans l'histoire européenne. Le baptême de Clovis scelle l'alliance des rois francs avec l'Église. C'est la naissance de l'Occident chrétien. Les successeurs de Clovis réaffirmeront leur alliance avec Rome. Et la cathédrale de Reims s'imposera comme le lieu du sacre des rois de France jusqu'au XIXe siècle.